diesen Worten begrüße ich euch an diesem Ostersonntag. Nach den Tagen der Trauer über Jesu Tod markiert dieser Auferstehungsmorgen den Neuanfang des Lebens. Denn der Tod ist überwunden, die Macht der Sünde gebrochen, weil Jesus lebt. Ich lese aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst gekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, er sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder zurück.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabboni«, das bedeutet »Meister«. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: »Halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihnen gesagt hatte. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit euch.« Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. »Friede sei mit euch«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch.« Und er hauchte sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben.« Es war nicht für alle Jünger einfach zu glauben, dass das Unmögliche wahr geworden ist. Mit Jesus starben all ihre Hoffnungen, die durch seine Person als Messias in ihrem Leben geweckt wurden. All ihre Träume von einem besseren Leben, einem Neuanfang mit Gott, schienen auf einmal verloren. Ja, selbst ihr Glaube schien mit Jesus gestorben zu sein. Trauer erfüllte die sonst so lebendige Gemeinschaft, die zuvor so viele Wunder im angebrochenen Reich Gottes mit ihrem Jesus erlebt hatte. An dieser Trauer änderte auch die Botschaft vom leeren Grab erstmal nichts, die Maria Magdala in dieser Früh den Jüngern verkündete. War es wirklich wahr? Petrus und Johannes eilten zum Grab, um sich zu vergewissern,
dass der Leichnam ihres Herrn verschwunden war. Sie wollten der Prophezeiung der Heiligen Schrift über die Auferstehung des Messias glauben, doch verstehen konnten sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zweifelnd kehrten sie zu den anderen Jüngern zurück und versteckten sich aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen. Ungewissheit quälte sie. Jene Nachricht über Jesu Auferstehung riss sie zwischen Trauer und Hoffnung hin und her. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt. Erst am Abend des Tages, als Jesus plötzlich in ihrer Mitte erschien, wurde das Unglaubliche für sie greifbar. Jesus lebte und mit ihm lebten auch all die Hoffnungen und all ihre Träume wieder auf. Seitdem sind wir Christen wie die Träumenden, die ihre Hoffnung auf einen besseren Morgen und das ewige Leben setzen, auf einen Neuanfang mit Gott, der durch den auferstandenen Christus auch in unserem Leben möglich geworden ist. Wie auch immer meine und auch deine Situation heute oder morgen sein wird, mit dem Auferstandenen an unserer Seite können wir jeden Tag hoffnungsvoll und zuversichtlich in Angriff nehmen. Das Leben als Kinder Gottes ist mit seiner Auferstehung zu unserer täglichen Realität geworden. Wir können fortan freimütig vor Gott, unserem Vater, treten, weil es nichts mehr gibt, was uns von ihm trennt. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen und der Weg zu ihm ist frei. Wohlwissend, dass der, der heute in uns lebt, stärker ist als all das Übel in dieser Welt. Seine Liebe ist es, die uns fortwährend begleitet und uns von innen heraus stärkt. Sie lässt uns leuchten, lächeln, freuen, jubeln und auch tanzen. Dort vor allem, wo so viel Dunkelheit und Trauer herrscht. Mit Jesu Auferstehung, ihr Lieben, ist ein neuer Morgen für uns alle angebrochen. Das Alte ist vergangen und Neues hat begonnen. Das ist keine fromme Floskel, sondern für den Glaubenden ein Neuanfang, den wir täglich mit unserem Herrn zusammen wagen. Unser altes Leben starb mit Jesus auf Golgatha, doch mit seiner Auferstehung sind auch wir zu einem neuen Leben mit Gott auferstanden. So sagt es Paulus in Römer 6, Vers 4. Von wem oder was sollten wir uns also noch fürchten? Corona, Arbeitslosigkeit, eine Rezession, andere Krankheiten oder Katastrophen? Ihr Lieben, Jesus, der König der Könige, lebt. Und er ist bei uns, alle Zeit bis an das Ende der Welt. Er, der siegreiche Herr, Gott allmächtig, Vater der Ewigkeit, wunderbarer Ratgeber, unser guter Hirte. Freuen wollen wir uns also heute über alle Maßen über Gott, unseren Erlöser. Und ich lade euch ein, zu Hause zu seiner Ehre zu feiern und zu tanzen. Übertreibe ich? Nein, ihr Lieben. Unsere Freude ist in Christus keine Grenzen mehr gesetzt. Nichts kann dies mehr trüben, denn Jesus lebt und mit ihm auch wir. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir vertrauen dir heute die Welt an. Wir danken dir, dass du deinen Sohn hast auferstehen lassen und damit einen Wendepunkt auch für uns heute und die Menschheit markiert hast. So bitten wir dich, Herr, um deinen Segen, dass diese Auferstehungsfreude unser Leben, das Leben unserer Liebsten, aber auch diese Welt wieder erfüllt. Damit diese Welt genauso wieder Hoffnung schöpfen kann und Zuversicht findet an deiner Hand. Ja, wir bitten dich, dass du dich offenbarst als ein guter Hirte, der an unser aller Seite steht. Herr, wir möchten dich bitten, Herr, dass du die kommenden Tage segnest. Und bei all denen bist, Herr, die gerade kämpfen, Herr, dass du ihnen deine Liebe offenbarst und mit deiner Kraft zur Seite stehst. Herr, und alle anderen Gebete und all die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, nehmen wir mit in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich gebe uns noch einen Segen für die kommenden Tage mit. Möge die Freude der Auferstehung euch und eure Liebsten erfüllen. Amen. Einen gesegneten Ostersonntag noch. Feiert den Herrn und habt eine gute Woche. Ciao, bis dann.